bin David Lechner, bin seit heute 28 Jahre jung, komme ursprünglich aus Österreich und bin seit dieser Saison Athletiktrainer vom FC Hansa Rostock. Ich war die letzten zwei Jahre bei SV Sandhausen tätig. Das war auch der Sprung von Österreich nach Deutschland und demnach eigentlich jetzt die dritte Saison in der zweiten deutschen Bundesliga. Jetzt zu dem Zeitpunkt haben wir die dritte Woche. Das heißt, die ersten zwei, drei Wochen ist sehr, sehr viel auf Physisches gelegt worden, was wir ganz einfach im Trainerteam auch als Basis sehen für das, was noch kommt. Das heißt, die Jungs wissen ganz genau, alles, was jetzt die letzten zwei, drei Wochen passiert ist, ist einfach die Grundlage dafür, dann in der Saison überhaupt die taktischen Dinge umsetzen zu können. Darüber hinaus ist es eben auch wichtig, dass die Jungs sich da nicht großartig Gedanken machen aus physischer Sicht, sondern sich dann wirklich auch auf die taktischen Bereiche konzentrieren können, und das wird auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Wochen noch mehr der Schwerpunkt sein, als jetzt auch das Physische. So, was geht ab, liebe Hansa TV, heute hinter der Kamera. Ich gehe erstmal zu Dimi. Dimi, was ist euer Plan, was ist euer Ziel? Unser Plan ist, dass wir keinen Plan haben. Wo kommen die Reifen hin? Runter natürlich. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, wir sind unter Stress. Hier sieht es schon mal sehr gut aus. Olli hat vier Reifen. Olli. Nee, mir ist egal, wie ich bin. Hauptsache gewinnt, ist mir scheißegal. Ich schicke gleich rüber. Ihr habt ja schon acht Reifen aufgepumpt. Rossi? Ja, Jay. Wie ist euer Plan dann? Wie geht's weiter? Ja, wir marschieren auf jeden Fall durch. Das Trainerteam, keine Ahnung, was die machen. Die haben erst zwei Reifen aufgepumpt. Deswegen ist es ganz schön schwierig für die. Aber die werden wir auf jeden Fall hinter uns lassen. Unsere Floßingenieure bauen das auch ordentlich auf. Deswegen sehe ich uns ganz weit vorne. Okay, dann wünsche ich euch weiter viel Erfolg. Und wir gehen mal die anderen weiter nerven. Was sagst du? Wie sieht's aus? Yannick Bachmann, wirklich. So wie Team Hüsing, Rosbach. Wir haben uns den Reifen geklaut. Sing. Den holen wir uns wieder. Schumacher. Möchte ich nicht gewinnen, sei ganz ehrlich, das ist bodenlos. Das ist faire Schummlerei. Dann gehen wir mal weiter. Faire Schummlerei. Bruder, mein Kopf macht es nicht mit heute, ehrlich. Euer Team lassen wir mal aus, ihr habt genug Probleme. Oh, hier ist mein Lieblingsteam, ehrlich. Also hier sind die fleißig am Pumpen auf jeden Fall, sieht super aus. Jungs, was ist euer Plan? Wie baut ihr euer Boot auf? 4, 2, 4, 3, 3, wie ist eure Taktik? 4, 3, 3. 4, 3 habt ihr also ganze 10 Reifen? Mhm. Okay, sehr gut, sehr gut. Ein Rettungsreifen, ganz wichtig. Und wer wird nachher den Ton im Wasser bestimmen? Ich natürlich. Natürlich, so sieht's aus. So, dann gehen wir nochmal hier zum Kai. Boah, wir bauen einfach mal drauf los und gucken, was wird. Super, okay, ich glaube, das war's auch. Mein Kopf, die Sonne macht nicht mehr so ganz mit. Wir werden am Ende noch mal sehen, wer hier in Führung geht, wer das erste Floß ist, und bis später. Hey, warte! Hey! Top, top, top!
Meter gewonnen. Geil, ne? Super. Erster. Es waren 6 Teams, demzufolge 6 Plätze, Platz Nummer 6. Die kriegen auch nochmal ein besonderes Vergnügen gleich, mit 12 Punkten insgesamt. Stopp, ich will mal was dazu sagen. Deswegen haben wir ja diese Kuh mitgebracht. Und jeder sollte aus der Kuh 0,2 Liter rausholen und dann auch trinken, ne? Von den verlorenen. Klasse, ich mag das. Genau, super. Super. Boah, Junge, Junge. Guck mal. Los. Reicht, oder? Ja, super. Super. Sehr gut. Perfekt.